Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu The Bridge. Und jetzt machen wir mal weiter da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und das war Tür Nummer 4. Und ich weiß noch... Nee, halt, Blödsinn. War es Tür Nummer 4? Habe ich jetzt Blödsinn erzählt? Warte. Nee, das hatten wir schon. Warte, in den Gang zurückgehen. Also tut mir leid, nochmal müssen wir es ja nicht machen, ne? Weil wir kennen es ja schon. Ja, hallo, da bin ich wieder. So, es war die Kreuzung, genau das war's. Oh. Das war doch dieses Heckmeck-Gedöns. Aber da war ich extrem müde, also das ging gar nicht mehr. Mal gucken, was ich jetzt besser schaffe. Ups, ich sollte mal Enter drücken. So, immer noch dieses Gelümpel. So, und ich brauche wieder die Maus nicht, sondern nur unsere Tastatur. Ach, warte. Und jetzt diese Laternen. Ich habe so das Gefühl, das war schon mal falsch. Dass wir erstmal hier runter müssen. Weil guck mal, die zeigen uns die Gravitation an. Nee, irgendwie, warte, das fängt ja schon wieder gut an. Puzzle zurücksetzen. So, wir beginnen nochmal von vorne, ne? So, jetzt müssen wir nochmal klar werden. Ich muss ja jetzt, der Ball muss hier rüber. Das heißt, wir müssen, nee, darunter wäre ja Blödsinn, weil sonst haben wir ja gleich ein Problem. So, und jetzt... Nee, irgendwie, warte mal jetzt. Oh, es fängt schon wieder an. Ne? Also dieser Part, muss ich ehrlich sagen, das ist gar nichts für mich. Ich merk's zu extrem gerade. Wir müssen irgendwie... So. Wir müssen jetzt diesen Ball in die Void kriegen. Okay, das war zu heftig. Na komm. Check. Er ist drin. Jetzt müssen wir hoffen, dass er so vorbeifällt, wie ich mir das erhoffe. Ja, tut er. Das heißt, wir können in die Anomalie. So. Zack. Nee, jetzt müssen wir drehen. Jetzt müssen wir, denke ich mal... Das ist doof. Ich denke mal, wir müssen brauchen mehr Schwung. Jo, das hat ja zum Glück schon mal geklappt. So, jetzt können wir drehen. Drehen. So, jetzt können wir in unsere komische Void hier, oder was das ist. So. Und jetzt, wie man sieht, ja, das ist ja wirklich die Gravitation, die sich hier mit rotiert, oder? Nee, das kann doch nicht, das kann nicht stimmen. Das kann nicht stimmen. Noch weiter zurück, weiter zurück. So vielleicht. So, und jetzt muss ich nämlich... Müsste ich, denke ich mal, zur Tür? Irgendwie. Ja. So, das wäre ja schon mal geschafft. Das heißt,
Der Ball rollt da wieder rein. Ah, jetzt. Es könnte mal was werden, glaube ich. Vermute ich. Schätze ich. So. Obwohl, so rum war, glaube ich, falsch. So rum war falsch. Wir müssen das anders angehen. Wir müssen, glaube ich, komplett so rumdrehen. Da war der Fehler beim letzten Mal, glaube ich. Ich glaube. Nee, irgendwie haut das immer noch nicht ganz hin. Was mache ich denn falsch? Jetzt mal ernsthaft. Irgendwas mache ich doch trotzdem noch falsch hier. Nee, das ist schon mal... Das haut so auch nicht hin. Wir müssen jetzt irgendwie diesen verkackten Ball... Es tut mir leid, ich fange schon an zu fluchen. Müssen wir irgendwie... So, die Gravitation ist ja jetzt nach unten. Wir müssen jetzt diesen Ball ja irgendwie dahin kriegen, dass wir dann vorbei können und dass der Ball wieder runter geht. Nur, ich habe echt keine Ahnung, wie das gehen soll. So. Ja, es geht ja jetzt nur so. Was anderes ist ja gar nicht möglich. Dass der Ball in die Void geht. Halt, warte mal, wenn ich das jetzt so umdrehe. Nee, das wird ja auch nichts. Ah, fast. Komm schon. Sauber. Nicht sauber. Das haut immer noch nicht ganz hin. Bisschen Glück gehört jetzt dazu. Ja, wir haben es endlich geschafft. Oh mein Gott, nach 7 Minuten. Der Torbogen. Mal gucken, was jetzt auf uns zukommt. Ich meine, wenn das schon heftig war, dann kann das nächste Jahr nur noch krasser werden. Was habe ich mir eingelassen? Kann das sein, dass ich das Let's Play einfach einstelle irgendwann? Weil ich einfach andere... Ich habe so coole... Mittlerweile habe ich wieder ein paar gute Games am Start. So, was müssen wir jetzt hier machen? Da oben Hinweis. Hier ist der Schlüssel. Das heißt, der Ball muss hier rüber. Dann drehe ich jetzt einfach mal... So rum wird nichts. Die Tür muss ja... Wir müssen ja erstmal durchkommen. Ah, okay. Jetzt habe ich es verstanden. So, das heißt, wir müssen... Links rum geht nicht. Ja, wir müssen ja die Tür jetzt irgendwie verschieben. Ach nee, wir müssen das. Da schon wieder diese Void. Da müssen wir hin. Dann latschen wir erstmal. Und so gesehen müssen wir den Ball jetzt von da hochkriegen. Okay, das wird bestimmt nicht nice. So, das heißt ja theoretisch, wir müssen jetzt erstmal drehen. Müssen wir ein bisschen Feingefühl wohl kriegen? Oder ich?
Yeah, cool, cool, coole Nummer, coole Nummer. Jetzt haben wir den Ball schon mal da, wo er hin soll, glaube ich. Ah, okay, nee, 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 so nicht, so nicht. Wenn wir jetzt das Ganze wieder drehen. Ah, okay, das war nicht so cool. Jetzt nehmen wir nochmal zurück. Darf natürlich nur der... Ist natürlich mega nicht cool. Ach, das ist doch schon wieder... Das ist ja schon wieder hier, das ist ja schon wieder... Ich verstehe noch nicht, warum der Ball jetzt auch nicht zurückrollt, ne? Das ist mir gerade so ein bisschen so ein Rätsel. Okay, das können wir schon mal vergessen. So funktioniert das schon mal nicht. Das heißt ja, theoretisch muss ich jetzt wieder ganz zurücklaufen und vielleicht mit dem anderen Ding drehen. Okay, ich muss da definitiv jetzt wieder mit so einer Phase, mit so einer Verschiebung arbeiten. Ach nee, 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 guck mal, jetzt bin ich da. Okay, so. Wir sind aber nah dran, so wie es aussieht. Einigermaßen nah dran. Nicht. Wahrscheinlich. Ah, das ist ärgerlich. Jetzt hat das ja schon mal funktioniert irgendwie. Was übersehe ich? Irgendwas Wichtiges. Irgendwas Wichtiges übersehe ich jetzt, Mensch. Hat irgendwas hiermit zu tun. Haut ja auch nicht hin. Das ist gerade ein bisschen nervig. Aber halt, warte mal, jetzt haben wir den Ball ja schon mal hier durch. Das ist schon mal eine Steigerung zu vorher. Müssen wir den Ball irgendwie da gefangen nehmen in diesen. Wir müssen sogar noch ein Stück weiter drehen. Drehen wir mal weiter. Das haut alles nicht hin, Mann. Ich könnte schon wieder verzweifeln hier. Oh, es ist ätzend. Ob
passiert doch gar nichts mehr, wa? Der Ball dreht sich. Nix, nix. Keine Lust mehr. Das kann doch nicht richtig sein. Es tut mir leid, dass ich nicht so viel rede. Ich versuche das gerade echt, dass wir hier nicht unser Leben lang jetzt festhängen. Das Problem, was ich jetzt sehe, jetzt mache ich das ja so, dass der Ball auch mitkommt. Okay, Puzzle zurücksetzen, ist besser. Jetzt nochmal zurücksetzen, nochmal durchatmen. Oh, oh, da haben wir nur das eine Puzzle heute geschafft. Ich sehe schon kommen. So, erstmal müssen wir wieder hier raus am besten. Das fand ich zum Beispiel jetzt gar nicht so verkehrt. So, durch das sind wir nämlich hier rausgekommen. Jetzt muss ich ja an das Ding rankommen da, also muss ich einmal rum. Der Ball muss in die andere Ecke. Nee, damit hat es nichts zu tun. So. Der Ball. Irgendwie ist noch nicht das Wahre hier. Sorry, dass ich nichts sage. Wie gesagt, ich versuche mich gerade echt zu konzentrieren, wie wir das hier machen sollen.
muss ehrlich gesagt gestehen, ich habe gerade keine Ahnung mehr. Diese Rätsel rauben mir gerade meinen letzten Nerv. Ernsthaft. Sind wir schon wieder bei 20 Minuten, haben ein Rätsel geschafft. Oh Mann, 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 Mann. Okay, Leute, das wird jetzt wieder nix. Ja, mal gucken, ob ich das denn jetzt weitermache, weil es hat keinen Sinn. Das ist zwar ärgerlich, aber man muss sich auch mal geschlagen geben und das hier scheint mir echt nicht zu liegen mehr. Also die anderen Sachen fand ich jetzt nicht so schwer wie das hier. Das hier ist mir zu viel Logik. Das ist unglaublich. Vielleicht habt ihr eine Idee, dann könnt ihr euren Verlauf ja bei mir reinschreiben. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Tschüssi. Und damit geht wieder eine Folge von The Bridge vorbei. Und was muss ich sagen? Also ein bisschen demotivierend ist das schon. Ich glaube, ich werde auch erstmal dieses Let's Play pausieren, weil es mir gerade keinen Spaß macht. Keine Ahnung. Das liegt jetzt nicht daran, dass wir das unbedingt schaffen. Aber ich habe so dieses Gefühl, am Anfang war das cool. Aber jetzt mittlerweile, ich pausiere es erstmal. Irgendwann mache ich es mal wieder. Aber ich habe jetzt auch wieder so ein Horrorspiel, worauf ich mehr Bock habe, gerade so die nächsten paar Tage. The Doorway, ich kann ja schon mal spoilern. Da müssen wir mal gucken. Ich werde das definitiv irgendwann weitermachen, aber ich glaube, ein bisschen die Luft ist raus zur Zeit, was das Spiel angeht. Es tut mir leid, Leute, falls es euch nicht passt, schreibt es in die Comments, dann werde ich mal sehen, ob ich es doch weiter zocke. Trotzdem danke ich euch fürs Zuschauen. Däumchen hoch, wenn es euch gefallen hat. Unten links in der Ecke könnt ihr mich abonnieren. Und wie immer, bleibt wie ihr seid. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi.